Was machst du hier und warum verfolgst du uns vermummt wie ein Beduine? Ja. Ich lege eben Wert auf einen richtigen Auftritt. Außerdem konnte ich mir nicht verkneifen, euch ein wenig hochzulegen. Wenn ihr zwei Helden schon so unvorsichtig seid, mit einer Tasche voll Bargeld durch die Gegend zu laufen. Oh. Er hat sich nicht verändert, unser Cousinchen. In all den Jahren nicht immer noch diesen Hang zum Spektakulären, ne? Ich hab mir fast in die Hose gemacht. Oh, früher hattest du auch immer Angst, dich alleine zu verstecken. Alter Schisser. Da war ich 5. Ja, hat sich ja nicht viel verändert, ne? Sehr witzig. Früher war auch schnell eingeschnappt. Ja. Schluss mit den Geschichten, die eh keinen interessieren. Wie geht's in deiner Familie, hä? Gut. Sie sind nach wie vor in Dänemark. Mama ist immer noch mit dem Hotel beschäftigt. Sven arbeitet. Nee. Und Sonja beendet gerade ihr Studium. Und du? Und ich war fast überall auf der Welt. Vor einem Jahr bin ich dann mit Freunden aufs Land gezogen. Und jetzt bin ich hier. Ja, ist nicht zu übersehen. Aber sag mal, Jungs, was treibt ihr mit so viel Geld hier mitten in der Pampa? Das ist eine lange Geschichte. Egal. Hab grad nichts Besseres vor. Weißt du noch, wie ich deinen Modellhubschrauber abgeschossen habe? Ja. Der bis dato grausamste Tag meines Lebens. Was? Du warst das? Mit einer Zwille. Zack. Ein Volltreffer. Und du lebst noch? Weil wir rechtzeitig nach Dänemark ausgewandert sind. Aber wenn ich jetzt überlege, dass du das Teil da kaufen willst? Ja, wenn ich nicht wüsste, wie scharf er auf das Ding ist, dann würde ich ihn auch für komplett verrückt halten. Das Ding ist der absolute Schrotthaufen. Ich krieg sie wieder flott. Mehr als eine Zwille werde ich dafür auch nicht brauchen. Ja, und dann schieße ich dich bis nach Grönland, Fräulein. Du hast recht, der springt komplett. Das habe ich gehört. Das war ja auch Sinn der Sache. Wie lange willst du eigentlich bleiben? 3 Tage, 3 Jahre. Mal sehen. So genau wollten wir das gar nicht wissen. Ich habe mich hier in einem Krankenhaus beworben. Als Krankenschwester? Als Ärztin? Weder noch. Hallo! Ich hoffe, ich störe nicht. Herr Langstedt, nein, im Gegenteil. Zu Ihnen wollte ich ja. €80.000. Haben Sie jetzt eine Ahnung davon, was mir Ihre Bella bedeutet? Das ist eine Menge Geld für einen flugunfähigen Helikopter. Aber er kann wieder fliegen. Sie müssen nur das Geld nehmen und mir den Heli überlassen. Hätte nicht gedacht, dass mir das mal passiert. Aber ehrlich gesagt, was soll ich mit dem Geld? Ich habe keine Verwendung dafür. Sieht nicht gut aus. Ja, er ist halt genauso stur wie Gregor. Sie könnten sich eine schöne Zeit machen. Sie könnten zum Beispiel Ihren Lebensabend genießen. Den genieße ich schon seit Jahren. Und das viele Geld, das würde mich viel zu sehr aufregen. Ja, aber Geld kann ja auch sowas Beruhigendes haben, oder? Ich meine, mit 80.000 €, da haben Sie keine Sorgen mehr. Wissen Sie, die Wahrheit ist, dieser Helikopter ist für mich unbezahlbar. Mit keinem Geld der Welt. Ich kann mich nicht von meiner Bella trennen. Nicht nach all dem, was wir zusammen durchgemacht haben. Aber Herr Langenstedt, ich weiß, was Sie meinen. Manche Dinge sind nicht verkäuflich, weil sie Erinnerungen behalten. Und wer vergisst schon gerne? Schön gesagt. Tja, dann tut mir leid, Herr Mann. Schönen Dank auch. Verdient hast du ihn nicht. Mit deiner Aktion vorhin bei Hubertus hast du mir voll die Tour versaut. Die hast du dir selbst versaut. Wie kann man nur so einfallslos sein und einem Mann wie ihm mit Geld kommen? Danke, Stella. Jetzt bin ich auch klüger. Kriege ich jetzt den Schlüssel oder muss ich mir woanders ein Zimmer nehmen? Also, ich find's schön, dass du da bist. Und wo die Sache mit dem Helikopter jetzt endlich gegessen ist, kannst du uns erst mal erzählen, was du in den letzten 10 Jahren so gemacht hast? Nichts Besonderes. Studiert Ökotrophologie. Öko-was? Ach, weißt du noch, unsere Stella früher mit ihren Aufklebern?
Jungs, wenn der letzte Baum gerodet ist, dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Peace, Leute. Ja, ja. Siehst du denn jetzt wenigstens die Beine oder ist das immer noch gegen deine Überzeugung? Klärst du ihn auf oder soll ich? Ja, das Öko in Ökotrophologie steht nicht für Umweltschutz. Aha, sondern? Ökotrophologie, zu Deutsch. Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Ja, wo soll ich das denn wissen? Ja, woher? Ich habe mich spezialisiert auf Hauswirtschaft und Personalmanagement. Und bis vor einem Jahr habe ich in verschiedenen Top-Hotels gearbeitet. Aha. Und warum bewirbst du dich dann jetzt im Krankenhaus? Aus meinem letzten Job bin ich rausgeflogen. Ach, warum das denn? Weil mein Boss ein blöder, ungerechter Großkotz war. Und ich ihn vor der gesamten Belegschaft dezent darauf hingewiesen habe. Mhm. Diplomatie war eben noch nie deine Stärke. Wärst du diplomatischer gewesen, hätte ich jetzt meinen Hubschrauber. Aber gut.